Freunde, ich wünsche euch frohe Ostern. Das Gute am Coronavirus ist ja, jetzt brauche ich nichts in meiner Familie. Das heißt, es gibt keinen Streit. Ist doch toll. Also ich habe gestern Eier gefärbt. Mensch, das hat gleich wehgetan mit dem heißen Wasser. Ich habe Glück gehabt, dass das Würstchen nicht geplatzt ist. So, jetzt aber Spaß beiseite. Als erstes, Günther, ich grüße dich. Und falls ihr den Kanal von Günther noch nicht kennt, geht mal schauen. Ich mache einen Link unten in die Videobeschreibung. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Das sind super tolle Videos. Es ist ein ganz netter Kerl und es würde mich freuen, wenn ihr ihm auch mal ein Abo da lassen würdet dann. Seit letzter Woche habe ich die Nase voll. Immer wenn ich irgendwelche Möbel baue, habe ich nicht genug lange Schraubzwingen. So, also habe ich mir jetzt gedacht, ich mache mir was, damit ich meine ganzen kurzen auch alle benutzen kann. Und somit habe ich eigentlich genug Schraubzwingen, um zum Beispiel 4 Möbel-Dingsbums-Dinger da auf einmal zu verleimen und trocknen zu lassen. Also habe ich mir eine Schraubzwingenverlängerung gebastelt. So. Und das in 2 verschiedenen Längen. Und warum jetzt 2 verschiedene Längen? Also, ich habe ein Mittelmaß gewählt von Sachen, die ich immer baue, von Längen, die ich immer habe. Und so habe ich dann 2 lange praktisch und 2 kurze. Aber die beiden spielen ja zusammen. Wenn ich jetzt, das ist jetzt zu kurz, aber wenn ich jetzt 2 lange nehme, dann kommt die Zwinge hier in die Mitte. So, aber wie drehe ich jetzt den Griff? Also, ganz einfach, ich mache das so und so und jetzt kann ich hier noch ganz bequem die Zwinge zudrehen. Super, ne? Und wenn ihr Lust habt, schaut euch das Video einfach an, wie ich die Schraubzwingenverlängerung gebaut habe. Viel Spaß! Sanding. I like to paint the clamp extension, but I have just 2 paint colors here. And this one, and this one. And I use what I have, so I'm a man. I think I use this.